Hallo Leute, willkommen bei Team Smolik und somit zum letzten Video des Jahres. Ich stehe hier auf dem Tower von Las Vegas, Stratosphere. Hinter mir die wunderschöne Skyline. Ganz, ganz liebe Grüße aus Vegas nach Deutschland. Ich wollte das Video einfach mal nur nutzen, um meinen Abonnenten und meinen Supportern Dankeschön zu sagen. Danke für das super Jahr. Ihr habt wirklich jederzeit meinen Rücken gestärkt und es gab so viele Dinge, die sich bei mir geändert haben. Ich habe bei der Polizei gekündigt, um meinen Profiweg zu gehen. Ich habe ein Online-Trainingsprogramm entwickelt mit Markus zusammen. Ich habe ein Buch geschrieben mit Markus zusammen. Ich habe eine Schauspielkarriere begonnen, auf Sat.1 kann man sagen, und werde es noch weiter ausbauen im nächsten Jahr. Und vor allem das Highlight war dann natürlich Profi-Weltmeister im Schwergewicht, Kickboxen, K1, ein Riesentraum von mir, natürlich in Erfüllung gegangen. Danke an alle Leute. Ich habe einen kleinen Zusammenschnitt für euch vorbereitet, einfach ein paar Highlights von diesem Jahr. Viele haben ja die Kämpfe von mir gar nicht gesehen, da sind noch ein paar Ausschnitte von Kämpfen drin. Ansonsten wünsche ich euch ein erfolgreiches und neues, vor allem ein gesundes Jahr und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Das war euer Michael Smolik. In diesem Jahr habe ich einige Dinge geschafft, für die ich schon mein ganzes Leben arbeite. Ich habe viele Entscheidungen treffen. Hobbymäßig zu rappen. Ich habe Team Smolik so ausgebaut, dass wir Seminare und Bootcamps Deutschland und teilweise europaweit gegeben haben. Ich gab verschiedene Motivationsvorträge, unter anderem auch für die DVAG. Viele Leute kennengelernt, denen ich überaus dankbar bin. Ich bin dankbar für jeden Support. Ich bin dankbar für jeden, der mir den Rücken stärkt. Und ich bin dankbar dafür, jeden Tag aufstehen zu dürfen und sagen zu können, dass ich glücklich bin. Und jetzt noch die Highlights meiner Kämpfe. Und bei uns geht es auch schon direkt weiter, jetzt hier mit der K.O.-Maschine. Bei Herrn Smolik haben die letzten beiden Kämpfe zusammen 26 Sekunden gedauert. Und nun kommen wir zum Kämpfer in der blauen Ecke. Ich rufe in den Ring den Kämpfer aus München. Mein Name
58 Sekunden in der ersten Runde. Sieger durch Knockout und damit neuer WKU-Weltmeister im Superschwergewicht Thai-Boxen K1 aus München, Michael Fleiberger-Schmollig.